S. E. Nein, hä? I. I. Der war, ging wohl daneben. Da ist. Ja, das sind kleine Mörser. Genau, und das sind die Mörser. Das sind die Mörsergranaten. Was sind das hier? Panzer aus dem Mini oder was? Nee. Nein. Was sind das? Ach, das sind die Zünder. Ja, und die wurden oben da auf die zum Beispiel drauf. Genau, die kommen oben drauf. Cool. Ich glaube, die haben sogar eine Enigma hier. Das ist Paradeuniform. Da hast du größere Mörser. Das sind die Amis jetzt unterwegs. Das hier, doch, das sind die Amerikaner. Hier hast du noch die Franzosen. Die Franzosen? Tatsächlich gab es die wirklich. Ja. Wassergekühltes MG. Hier hast du auch noch mal. Was? Granaten. Oh ja. Da hast du auch den Querschnitt von der Mörsergranate. Du musst meinen Kumpel verarschen, der ist absoluter Fiat-Fan. Und da hinten steht Fiat-Hilfe. Das sind die Kanister, mit denen, wo sie die Klappmotorräder. Genau, die haben dann zusammengeklappt und dann haben die die Kanister aus dem Flieger rausgeschmissen. Für die Fallschirmjäger war das. Ja.
ist ein Schritt drin. Ja, warum soll ich das nicht sagen? Oder beim Fliegerhorst abgeben, weil die die abgeworfen haben, wenn die leer waren. Und wenn du den wiedergefunden oder wenn du den gefunden hast, sollst du den abgeben. Deswegen steht auch drauf keine Bombe, damit die Bevölkerung die wieder zurückgibt, wenn ihr die findet. Und was ist weil Belohnung? Im Flug, wenn die leer waren, wurden die abgeworfen. Ja, aber warum Belohnung eher in 10 Reichsmark? 10 Reichsmark hast du gekriegt, wenn du den abgegeben hast. Das ist so nichts. Das war viel. Das war sehr viel. Was hat dann durch den Dach gedient damals? Ein Reichsmark gespritzt 4,70 Euro. 4,70 Euro mal 10 sind. 4,47 Euro. Da, Dominik, du wolltest in die Fahrschule, schau mal her. Das ist aber nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Was hast du gefunden? Die Flieger fast.